Das ist Tao. Taos Eltern kommen aus Peking, der Hauptstadt Chinas. Seine Eltern sind vor seiner Geburt nach Deutschland ausgewandert und dort geblieben. Er selbst wurde in Deutschland geboren. Wir haben hier gerade in Deutschland das Neujahr an Silvester begrüßt. Aber Tao feiert das Neujahrsfest mit seinen Eltern erst im Februar. Dies liegt daran, dass in der chinesischen Tradition das Neujahr nach dem astronomischen Mondkalender beginnt und nicht nach dem in Deutschland etablierten gregorianischen Kalender. Traditionen wie diese, aber auch Rituale, Glaubensweisen sowie Verständigungsformen haben sich im Verlaufe der Zeit in verschiedenen Ländern aufgrund unterschiedlicherer Begebenheiten und Einflüsse verschieden entwickelt. Diese unterschiedlichen Gestaltungsweisen des Zusammenlebens zwischen Menschen bezeichnet man als Kultur. Dazu gehören auch Sprache und Schrift, Religion, Bräuche, Sitten und alle Formen der Kunst. Eben all jene Dinge, die von den Menschen geschaffen, gestaltet und geformt wurden. Auf ihre eigene Kultur sind viele Menschen stolz und fühlen sich als Teil dessen, da sie selbst und die Generationen wie beispielsweise die Großeltern und deren Großeltern und so weiter diese Kultur mitgeprägt haben. Schauen wir nochmal auf Tao. Letztes Jahr hat Tao mit seiner Familie seine Großeltern in China besucht. Dabei hat er beobachtet, dass sich viele Menschen begrüßen, indem sie sich kurz verbeugen. Aus Deutschland ist er gewohnt, dass man sich eher die Hand schüttelt. Und letztes Jahr, als er mit seiner Französisch-AG in Frankreich war, haben die französischen SchülerInnen sich begrüßt, indem sie sich ihre Wangen geküsst haben. Zuvor haben jedoch seine LehrerInnen Tao und dem Rest seiner Französisch-AG erzählt, dass dies eine typische französische Geste zur Begrüßung ist, die einen Teil der französischen Kultur darstellt. Dadurch wurde Tao bewusst, dass es ganz verschiedene Arten gibt, sich Hallo zu sagen, die aber alle die gleiche Funktion haben, und zwar sich zu begrüßen. Dabei ist keine Variante schlechter oder besser, sondern ist einfach Teil der jeweiligen Kultur. So ist es nicht nur mit sichtbaren Aspekten, sondern auch bei nicht sichtbaren Aspekten der Fall. Ich versuche dir das nochmal genauer zu zeigen. Hier ist ein Eisberg zu sehen. Wie du siehst, ist nur ein kleiner Teil eines Eisbergs an der Oberfläche zu erkennen. Ein viel größerer Teil befindet sich unter der Wasseroberfläche und ist somit gar nicht sichtbar. So ist es auch vergleichbar mit der Kultur. Wir nehmen Unterschiede wie Kleidung, Aussehen, Verhalten und Sprache wahr. Aber es gibt sehr viel mehr nicht auf den ersten Blick wahrnehmbare Unterschiede wie Werte, Einstellungen, Rituale, Traditionen und Wurzeln. Diese Unterschiede führen oft zu Vorurteilen. Wenn wir nun die sichtbaren und nicht sichtbaren Aspekte bei Tao betrachten, hat beispielsweise die chinesische Kultur zwar einen Einfluss, jedoch hat durch sein Aufwachsen in Deutschland auch die deutsche Kultur einen großen Einfluss auf Tao. Diese Einflüsse prägen Taos Handeln und Denken, machen ihn aber nicht zu dem einzigartigen Menschen, der er ist. Tao verbringt seine Zeit nämlich am liebsten auf dem Fußballfeld, wohingegen sein Bruder, mit dem er aufgewachsen ist, viel lieber malt. Was aber Tao mit seinem Bruder und jedem anderen Menschen auf der Welt gemeinsam hat, sind seine menschlichen Bedürfnisse, wie zum Beispiel Hunger, Durst und Schlafen. Als zum Beispiel Julia, Taos beste Freundin, von Taos Neujahrsfest im Februar erfahren hat, hat Julia gelacht und gesagt, dass Silvester doch längst schon vorbei ist. Das hat Tao verletzt, weil er das natürlich wusste und er das Gefühl hatte, dass Julia ihn ausgelacht hat. Da hat Tao sich plötzlich sehr allein gefühlt. Was ist hier passiert? Julia hat die Aussage nicht böse gemeint. Trotzdem hat Tao sich aufgrund seiner chinesischen Kultur ausgegrenzt gefühlt. Dies liegt vielleicht daran, dass Tao schon öfter Erfahrungen gemacht hat, in denen er ausgegrenzt wurde. Dass Julia in dieser Situation die Aussage nicht böse meinte, verändert jedoch auch nicht die Folge, dass Taos Gefühle verletzt wurden. Durch ein Gespräch hat Tao Julia aufgezeigt, dass ihn die Aussage von Julia verletzt hat. Durch das Gespräch hat Julia verstehen können, was ihre unbedachte Aussage für Folgen haben kann. Julia hat dadurch gemerkt, dass auch Dinge, die sie aus ihrer Kultur nicht kennt, existieren und dass sie sie respektieren sollte.
Sie wurde also dadurch ein Stück für die chinesische Kultur ihres Freundes sensibilisiert. Julia ist damit jedoch nicht für alle Situationen sensibilisiert. Dies ist ein Vorgang, der immer weiter ausgebaut werden sollte. Hoffentlich hast du durch die Informationen dieses Videos ein Handwerk bekommen, deine eigene Sensibilisierung für die kulturellen Unterschiede zu reflektieren, auszubauen und anzupassen.